Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Railroads Online. Mein heutiger Plan ist, mit diesen beiden Lokomotiven diese Wagen mit so Balken zu beladen. Das braucht die Kohlemine. Und dann noch die Kohlewagen mit nach oben zu nehmen. Und ich hoffe, das geht. Ich plädiere darauf, dass nachdem die leer sind, dass wir das schaffen, dass auch wenn die hier voll sind, dass wir die hochziehen können. Und ja, deswegen hat mit zwei Loks, das sollte eigentlich gehen, das ist die stärkste erstmal, was ich habe. Und das erste, was wir hier tun, ist mal ankuppeln. Ich habe in Railroads Online Extended gesagt, die beiden sollen parallel gesteuert werden. Was mir aber aufgefallen ist, die Steuerung zu der hinteren ist ein bisschen versetzt. Da zum Beispiel, sie fährt noch. Und jetzt erst hört sie auf. Wird ein bisschen heftig. So. Einmal ankuppeln. Oder auch nicht. Gibt vielleicht, Moment. So ein Mühe, Leistung bitte. Komm. Perfekt. So. Anhalten. Die sind bestimmt eingebremst. Ja, der erste Wagen ist eingebremst. Jetzt mal Bremsen lösen. Und ab die Post. Vorwärts. Wobei, was ich jetzt mal machen werde, ich stelle mich schon mal auf den letzten Wagen. Oh Mann, heute habe ich es wieder mit dem Husten. So. Und dann breche ich noch die Controls. Dankeschön. Ich glaube, das wird schief gehen. Und sie zieht halt immer noch. So, weg mit der Leistung und bremsen. So, komm, einmal rüber. Sehr gut, Rückwärtsgang, geht schon. Bremsen lösen. Nice. Sind schon wieder am Arbeiten. Lass mal schon mal rollen wegen dem Versatz. So, schön Piano hier ran. Ja, ob das nicht sogar zu schnell ist zum Ranfahren? Cool, das hat funktioniert und ich glaube, da ist ganz hinten Mannschaftswagen angezogen. Wo bist du? Wo bist du? Ne, du bist nicht angezogen. Wo bist du angezogen? Mal kurz online gucken. Achso, das ist der erste Kohlewagen. Ne, Moment, falsch. Doch, der erste Kohlewagen. Open Controls. So. Hätten wir das gelöst. Und dann wären wir bereit zur Abfahrt. Wir müssen dann eh die Kohlewagen einmal kurz abhängen. Sonst habe ich keinen Platz. So, komm. Abmarsch. Kommt doch alles mit. Ja, das sieht gut aus. Aber da rein in die Lok. Steuerung. Dass wir nicht zu schnell fahren. Ich tue schon mal die Weichen einstellen. Ja, die passen eigentlich eh schon. Söderle.
hätte eigentlich den Lampion machen sollen. Ach ja, ist was ist. Heute macht, glaube ich, noch Sinn, wenn wir so einen Bekohlungsturm bei der Kohlemine haben. Nein, hier unten. Könnte man theoretisch noch einen dritten bei der Fabrik machen. Oh, mehr braucht sie wirklich nicht. Wobei, braucht man jetzt die Leistung von der zweiten Lok eigentlich? Die kann erstmal nur so ein bisschen mitmachen. Machen wir den Sync aus. So. Die ist jetzt einfach nur Ballast. So, hier werden wir mal die Kohlewagen platzieren. Dann müssen wir eh komplett rückwärts wieder raus, damit wir quasi mit den Hintern im Sägewerk reinkommen. Ansonsten sind die Loks vorne und den Platz brauche ich. Andererseits, das sind so wenige Wagen. Ich glaube, das geht auch, wenn die Lok... Wobei... Nee, wir fahren hinten rum. So, bremsen. So, da wäre schon mal gelöst. Bremsen rein hier. Perfekt. So. Moment. Hier muss ich rein. Ab die Post. Weg hier. Ich muss es mit den Gleisen hier mal ein bisschen schlauer machen. Ja, können wir schon wieder voll in die Eisen gehen. So, und dann einmal retour. Nochmal Expressbremsing. Ich denke mal, so ein, zwei Wagen werde ich euch zeigen, dass ich die belade, aber ich glaube, das Ganze gebe ich euch nicht. Das ist ja dann doch ein bisschen fort. Das, was irgendwie am längsten dauert in dem Spiel, ist mit ganzen Wagen beladen. So, da haben wir schon die Weiche. Einmal runter lassen. So, bremsen. Weiche. Komm her. Oder rüber mit dir. Südli. So, dann hätten wir den Zug auch einmal gedreht.
eigentlich auch cool wäre, das wäre, wenn es so KI-Züge geben würde. Dass du wie so Angestellte hast, die das natürlich bezahlen musst, und dann kannst du ihm sagen, hey, ja, schnapp da die Wagen, tu da mal beladen und bring die mal dahin. Wäre natürlich schon eine Challenge, das Ganze zu programmieren. Also allein schon vom Pathfinding, dass er richtig anhält, etc. Aber cool wäre es. Man könnte dann irgendwie mit so Sektoren arbeiten, wo er dann, was er sieht, wenn er oben beim Holzfäller ist, und er will runterfahren. Also dann, wie bei dir anfragt, ne, darf ich da in den nächsten Sektor reinfahren, weil er gesperrt ist, oder ob gesperrt ist oder nicht, dass er nicht einfach drauf losfährt. Ja, schon spannend. So. Die Weiche nach hinten mache ich mal schnell im Extended. Die Weiche passt. Die jetzt auch. Und geht schon wieder retour. Jetzt muss man eigentlich ein bisschen Holz nachlegen hier. So. Das darf ich dann bei unserem Anhängsel nicht vergessen, bevor wir dann die Bergstrecke hochfahren. Der erste Teil ist ja eh noch relativ flach, weil wir keine Hilfe brauchen. Aber dann das allerletzte Stück da bei der Kohlemine. Das wird der spannende Teil. So, da hätten wir die Einfahrt. Nice. Shit, ich muss ja da auch noch das Mini-Depot da machen. So, ein bisschen bremsen hier. Ich glaube, das sollte sich eigentlich ausgehen da hinten. Sonst darf ich gleich was zusammenklauben. So. Das müsste passen. Ne, passt nicht. Wie viel Luft habe ich da hinten noch? Ah, oh, da habe ich noch gut Luft. Weißt du was? Ich mache das mal schnell im Extended, weil es einfacher ist. Einmal die Lok anklicken. So, ein bisschen weiter nach hinten. Dankeschön. Noch ein Stück. Klon. Okay. Das sollte passen. Genau das Taste. Geil, und jetzt machen die das voll automatisch. Das ist so praktisch. Man dauert immer noch gleich lang, aber immerhin. Sie machen es jetzt. Ah, jetzt kommt der Sound. Okay, dachte schon. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, ich mache an der Stelle mal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns, wenn hier fertig beladen ist. Und dann, glaube ich, bringe ich sie gerade schon mal hin, tue sie ankuppeln. Und wenn dann der Verband fertig ist und wir losfahren, dann sehen wir uns wieder. Also, bis gleich. Okay, da wäre ich wieder. Ich habe hier alles aufgeladen, ist angekuppelt und wir sind bereit zur Abfahrt. Und bevor ich das mache, machen wir jetzt hier mal Slamschillen. So. Kann ich auch hier machen. So. Und los geht's. Steuerung 50% geht schon. Und was wir gerade noch machen, müssen wir schon mal ein bisschen mit einfeuern. Nice. Noch sind wir ja langsam genug. Südli.
Und was ich jetzt parallel schon mal mache, ist, ich werde mal den Weg prüfen, ob der soweit passt. Oh, da fahren wir gerade, da fahren wir gerade. Das passt. Das ist alles in Ordnung. Und bei der Kohlemine selber fahren wir aufs Begladegleis. Ja, mal schauen, wo wir das dann da oben hinklatschen. Einen anderen Wasserturm brauchen wir auch noch. Aber das ist das geringste Problem. Voice. Lichtmaschine ja auch nicht. Ja, schon ein bisschen her, dass ich zum letzten Mal die Strecke hier gefahren bin. Wir könnten uns eigentlich auch mal in den Mannschaftswagen reinsetzen. Dann mache ich aber mal schnell die Controls hier auf dem anderen Monitor. Nehmen wir verfolgen da. Dankeschön. Open Controls. Ne. Hallo. Open Controls. Dankeschön. Warte mal, bis er kommt. Man sieht es auch gleich, wenn hier irgendwas wegkommt. So. Da ist er. Oh, der fängt schon zum Zittern an. Nice. Da wären wir drin. Soll ich hier ein Feuer anmachen? Wir haben halt kein Holz da. Schade. Oh, so schön ruhig hier hinten. So, aber dann nice, dann gehen wir mal ein bisschen nach unten, dass wir hier nicht so schnell werden. Das war vielleicht ein bisschen zu viel Leistung wegnehmen. So, machen wir Sync, dass alle bei den Looks davon arbeiten. 40% momentan. So, machen wir die Tür auf. Komm, geh auf. Dankeschön. Ich kann dich ja leider nicht anmachen. Das wäre noch cool. Schlusslicht ist ja auch nicht, ne? Geht nur bei dem anderen. Ich könnte natürlich nach vorne laufen und mir Holz klauen und das da reinmachen. Oh ja, stimmt ja. Gigantos. Oh, schaut euch das... Nein! Oh, oh, bleibt da. Ja, bleib oben. Schaut euch das mal an. Das sieht ja mega geil aus. Machen wir da mal ein Foto. Geil. Was die ganze Länge von der Brücke... Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Tal da hinten anstelle. Irgendwie will ich da schon mal reinfahren. Moin da unten. Wisst ihr was? Ich glaube, ich hole mir jetzt da wirklich mal Holz von der Lok. Überhaupt nicht unrealistisch, was ich da mache. Hol ich es von dir? Ja. Komm, 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 komm. So, einmal wieder nach hinten. So, ich will es hier warm haben. Aufmachen hier. Nice. Nein, hopp, auf dir. Yes, es qualmt. Ach, gehen wir wieder zum Look. So, jetzt haben wir da hinten ein Rauchzeichen. Ja,
Naja, man sieht's nicht. Immer 45%. Will ich das nicht? Nicht aufmachen? Hallo? Oh, da kann ich dich nicht aufmachen. Schade. Falscher Button. Der Button war's. Bisschen weniger. Oh, wir haben auf 30. Ja, ich mag den Platz hier. Das hat irgendwie was. Mit dieser Abstellung da. Oh, aber auf die neue Bergstrecke. Wenn jetzt was entgegenkommen würde. Es braucht mehr Traffic hier. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich da wieder streamen wollte. Und jetzt wollte ich doch mal so eine Aufnahme für mich machen. Aber sobald wir da mehr Loks haben, dann haben wir hier mal schön Verkehr. Und Wagen. Andererseits werden dann vermutlich wieder die Frames wieder in den Keller runtergehen. Optimiert ist es ja nach wie vor nicht wirklich. Moin. Oh, wir werden jetzt schon langsamer. Hm, hübsch Magis. Ah, da hinten sieht man es qualmen. Nice. Oh, hübsch Magis. Kann nicht sein, dass du jetzt schon Probleme hast. Ah, ich glaube, ich sehe gerade mein Projekt scheitern. Wir letztens schon mit 3 Loks da raufziehen müssen. Erstens machen wir es in 2 Teile. Das zweite Gleis noch weiter ausbauen. Oh Mann. Muss ich fast das eigentliche Hauptgleis auch noch mal neu machen, damit es schön parallel ist. Ich muss ja. Das ist fast ein bisschen kompliziert, das nochmal genauso identisch nachziehen. Wenn ich jetzt, wenn ich es dir gerade zeitgleich brauche. Okay, wir kriegen wieder Speed. Runter mit der Leistung. Ah, das ist wieder zu wenig. Komm hier, 2. Zieht's hoch. Jo, der Plan, glaube ich, wird scheitern. Komm, 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 zieh, 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 zieh. Stichwort, wie viel Geld habe ich? 2000. Was kosten die eine geile Lokomotive? Gerade mal nachschauen. Wo ist sie, wo ist die Satteltank-Lok da? Halt, da war sie. Du kostest 4,6. 13.512. Ja. Da muss ich noch ein paar Güter abliefern für das. Ich überlege gerade, ob ich in weiser Voraussicht die Kohlewagen hier schon mal unten stehen lassen soll. Ich glaube, das wäre keine schlechte Idee.
Laser dann wieder noch anzünden. Meinte ich. Wir schauen mal hinten aus. Vorne ist dran. Ah, ich sehe nichts. Jo, da hinten ist Gemüse. Wo ist er? So, jetzt Sekunde. Oh, 60%. Aus mit dem Feuer. Gut, dann müssen wir bitte nachlegen. Das ist nicht so gut. Komm, hör auf. So, 83%, das reicht erstmal wieder. Wie weißt du? Nummer 2, wie schaut es bei dir aus? Du bist eigentlich nicht gut dran. Wir können nochmal das Wasser auffüllen. Bei Gelegenheit. Müsste doch jetzt eigentlich der Ausweich irgendwann mal kommen. Siehst du, ich habe schon mal länger nicht mehr gefahren hier. Noch ein bisschen Zeit lassen. Ja, ich bin ja gerade vor kurzem in Transient World mal wieder die Dampflok gefahren. Das ist so ein Pain mit der Dampfgenerierung. Da ist das hier so richtig angenehm. Wobei, da würde ich mir schon auch wünschen, dass das Dampflokfahren in Railroads Online mal ein bisschen realistischer wird. Da kannst du die ganze Zeit eigentlich full power drin bleiben. Und der Bullerdruck geht halt einfach nicht nach unten. So, aber wie ist oder was ist da? Ah, ich probier's. Aber ich werde vermutlich scheitern. Da muss ich hier auch noch irgendwas deponieren hier. Ah, nur so viel zu tun. Und so wenig Geld. Cheaten will ich halt auch nicht. Hier. So, und jetzt würde ich sagen, 100%. Maximum Geschmack ist. Ah, shit. Oh, zweite Lok.
Sehe ich nicht, wo der Status ist. Nice. Hey, kannst du ja wirklich schaffen. Oh, da werden wir langsamer. Komm, macht's mich stolz. Vom Gas runter, damit ich den Schwung habe. Bitte lass sich das jetzt nicht rechnen. Rechnen mit der Geschwindigkeit. Kein Wagen hat mich verlassen. Geil! Problemlose Fahrt. Bin stolz. Steiger ist noch mal ganz kurz vor der Linie, meinte ich. Aber das kriegen wir nicht mehr hin. Komm, zieh! Schaffst du es? Wir werden schon wieder langsamer. Komm, zieh, 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 zieh! Schon wieder Geschwindigkeit am Aufnehmen. Ja, doch, cool. Sollten wir das echt mal irgendwo notieren, was für Zugkombinationen funktionieren auf der Bergstrecke. Das ist nicht mehr so ein Schätzspiel. Ja, und da wären wir oben. Nice. Ja, da steht noch Wagen. Das habe ich noch deponiert. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. So, da bin ich wieder. Bitte entschuldigt die Unterbrechung. Aber Umzugsfirma war gerade da. Wir haben die Umzugskisten wieder abgeholt. Der Zug ist hier reingerollt. Ein bisschen weiter als gewollt, aber ist jetzt egal. Ich habe mich gerade gefragt, wo wir diesen Bekohlungsturm hinbasteln. Und ich glaube, was wir tun ist, wir nutzen das Gleis hier. Zum Bekohlen. Das heißt, wir werden das hier abreißen, weil das da haben wir ja hier auf der anderen Seite schon. Das ist zwar ein bisschen blöd hier mit dem Beladen hier, aber wir lassen es, glaube ich, da hinten. Und das heißt, das kommt weg. Das passt dann eh auch nicht mehr. Abreißen. Weg. Naja, ich habe das wieder so mega lang gezogen gehabt. Platzieren. So, ich würde sagen, der kommt dann. Der Turm kommt irgendwo hier hin dann. So. Betriebsgebäude. Wasserturm Cooling Tower. So, schauen, dass wir das hier sauber ausrichten.
So, und dann müsste das passen. Das passt natürlich das da hier mit der Schiene überhaupt nicht. Das macht aber nichts. Gleis. Gleis. Einmal drehen. Dankeschön. Und dann machst du da irgendwie einen geilen Autoconnect nach da. Ist das machbar? Ja, das sieht ja gar nicht mal so doof aus. Und dann müssen wir hier mit dem Gleis noch weiterfahren. So, das ist 90, das ist 80 vom Radius her. Wir könnten aber schon ruhig mit 90 hier fahren. Ich würde mal sagen, so bis hier hin. Okay, und dann brauchen wir da hinten eine Bombe. So. Ja, man sieht so gar nicht, dass er schwebt. Okay, lassen wir das mal abholzen. Einmal das hier. Und hier mit der Schiene weiter. So. Komm, schön gerade, dankeschön. Bis hierhin. Komm, snap. Hallo. Aber hier sieht man es jetzt recht gut. Abholzen. So, Bandam. Ein bisschen weiter retour. Ach, das hätte ich eigentlich. Moment. Bandam. Ja, ich glaube, so müsste es eigentlich passen. So. Ja. Gut genug. Ich glaube, das ist schon so in Ordnung. So. Wir müssen eigentlich nochmal nach hinten. Ja, wir müssen eigentlich nochmal nach hinten. Hier. Ich möchte erstmal das Holz hier abladen. Rückwärts bitte. So, Nummer 2 macht auch mit. Dankeschön. Aber nicht zu schnell. Okay, mal reinbremsen und Synchro mach mal raus. So, nach hinten. Halt hierher. Geil, das passt sogar fast. Das heißt, ich mache mal die Remote von der ersten Lok an. So, komm, schieb mal ein bisschen. Ist eine Bremse drin? Nee. Um 10% Leistung. Hallo? Möchtest du dich bewegen? Dann halt 20%. Gibt's ja nicht. So, doch. Vertraue der Anzeige nicht. Ist da die Bremse an? Ja, natürlich. Nein, ist sie nicht. Warum hast du dann so Mühe, das nach hinten zu drücken? So, komm, gib mal mehr Leistung. 53%. Und wieder runter auf 9. Komm schon. Hey, das kann es nicht sein. Drück mal hier. So, entladen.
Noch ein Stück. Noch ein Stück. So, wieder. Jetzt wird es aber ein bisschen schneller. Boah, die gehen schon wieder weg. Wir könnten gar schon mit dem zweiten Zug hier kommen. Oh, mehr Schmackes. Zwei haben wir noch. Und die auch noch entladen hier. Sehr gut, eigentlich. So, bleib stehen. Eigentlich könnten wir mal die Wagen hinten abkuppeln, an denen hier ankuppeln. Dann haben wir wieder hier saubere Wagen, weil hier hinten müsste es ja wieder Platz haben, oder? 51 von 60. Wie sind das? 3. Das sind 8 Einheiten, das sind 10 Einheiten, also 18. Da hinten sind wir jetzt vermutlich weg. Ein Balken noch. Ne, das bringt eh noch nichts. Ja, dann bleiben wir halt einfach nochmal hier. Okay, die Kohlewagen werden wir aber trotzdem mal hier lassen. So, abkuppeln und einbremsen. Wow, da war die Bremse angezogen. Wow! Oh je. Okay, komm. Einmal rausziehen hier. Maximum Schmackes. Ich muss mit viel mehr Balken hier hoch. So, Piano, Piano, Piano. Geht sich das jetzt überhaupt aus da hinten? Ich glaube, mein Ausstieggleis ist zu kurz. ja, das ist jetzt ein Problem, oder? Jetzt ist. Na komm, bremsen, 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 bremsen. Brems. Shit. Wo stehen wir jetzt mit dem letzten? Fuck. Ach, so ein Scheiß. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Nur so ein kleinen Tick mehr. Ich probier's mal. Komm. Mehr. Komm. Steuerung. Ganz ein kleinen Tick Mühe. Komm, 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 komm. Okay, jetzt stehen wir an. Mehr geht nicht. Ah, soll ich umlegen oder nicht? Ich glaube, mir schmeißt es den Wagen weg, wenn ich das mache. Ich tue mal lieber speichern. Das hat funktioniert. Okay, ich glaube, wir müssen hier aufs Dritte. Jo. Und nach hinten. Komm, geht schon. Bitte ein Gleis nicht oder sowas. Ich glaube, ich habe jetzt hier keinen Planungsfehler. Ich muss die Kohlewagen irgendwo da oben abstellen, weil, na, muss ich nicht.
Kann ja dann das Gleischen nutzen. So, abkoppeln hier. Einmal. Anziehen. Dankeschön. Und dann holen wir den Rest. Ja, ist jetzt nicht gerade das schlaueste Layout, ne? Und für solche Sachen. So, das machen wir jetzt mal im Extended. Oh, rückwärts. Fake-Bremsen hier. Jetzt muss ich aber noch die Kupplung kontrollieren. Jetzt bin ich mir nicht sicher, bis hinten, wie der Look aussieht. Oder sollen wir die aufs Kopfgleis da oben hinziehen? So, komm, brems. Nicht ranfahren. Nicht ranfahren. Oh mein Gott, das könnte gerade nur passen. Ah, wir schauen mal aus. Da schauen wir gut aus. Okay, dann doch ranfahren. Nur so ganz sachte, bitte. Okay. Nice. Bremse lösen. Dankeschön. Ja, dann tun wir das mal auf das eine Kopfgleis. Da geht es nicht im Weg um. Andererseits. Sollen wir schon mal bekohlen? Ah, nee. Das machen wir dann, wenn wir es wirklich brauchen. Bremsen. So, da umlegen. Wegbremsen. Um, andere Richtung. Wenn du jetzt nicht anfangen kannst, ne, aber dann. Sind schon ein bisschen schwerer, die Wagen da hinten. Ach stimmt ja, den Wasserturm muss ich ja noch irgendwo hinstellen. Könnte ich theoretisch, ja, wobei bei dem Gleis, wenn es dicht ist, ist es ein bisschen blöd. Kann man da auf der Seite hinstellen oder da hinten. Oder neben den Bekohlungstower. Ja, vermutlich macht das eher Sinn. Oh, kann schon mal einbremsen hier hinten. So, und für die Fahrt nach drinnen wäre ich gerne in dem Mannschaftswagen. Achso, kann ich gerade schon mal die Weiche machen. Einmal so. Das passt. Und dann nach innen. Wunderbar. So, Steuerung öffnen. Gibsch mag es da hinten. Nee, Feuer ist wieder aus. Warte mal, ich komme mal schnell. Nur gerade schon mal fürs nächste Mal. Schön weiter drücken. Du schaffst es. Rein hier. Oh, da braucht es auch ein bisschen mehr.
ich glaube, ich nehme schon mal die Leistung ein bisschen weg. Und da hinten jetzt nicht zu fest dran knutschen. So, bremsen. So ist gut. Sind wir jetzt komplett drin hier? Der letzte Wagen steht. Ja, ein bisschen könnte man, glaube ich, schon noch reinfahren. Ja, das glaube ich macht Sinn. So, drück doch mal ein bisschen. Jo, da hätte man angedetscht. Handbremse, wo bist du? Da bist du. Okay, also der nächste Plan ist, hier mal mit mehr Balken auf alle Fälle hochzufahren. Dann können wir auch mal die Sachen hier wegmachen. Also Balken hier wirklich, wirklich, wirklich voll machen. Eventuell können wir ein volles Set auch da hinten abstellen. Und dann müssen wir sowieso mal mit dem Scheitholz auch hier nach oben. Könnte man eigentlich so einen gemischten Zug machen. Scheitholz und die Balken ein paar Mal. Zwischendrin kann man dann auch mal hier bekohlen, wenn man möchte. Und dann geht es eigentlich weiter mit der nächsten Industrie. Ah, ich glaube, das wäre schon wirklich was für den Streamer. Da kann man sich das Ganze ein bisschen aufteilen. Jo, ich hoffe mal, das kleine Abenteuer hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Macht es gut, gute Fahrt und bleibt gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.